Hallöle, da sind wir auch wieder zurück zu einer weiteren Ausgabe des Euro Truck Simulators 2. In der letzten Folge habe ich euch schon erzählt, beziehungsweise waren wir ja dabei, oder ich habe euch erzählt, zwecks Erste Hilfe und so weiter und so fort. Und ich würde diesmal Berlin-Kiel, könnte man machen. Linz. Oder durch Tschechien durch. Ich würde aber erstmal in Deutschland bleiben. Ich würde erstmal von Berlin nach Kiel fahren. Können wir uns Kiel holen. So. Ja. Dadurch, dass ich jetzt auch im Dings immer drin bin, im Discord, tut dir natürlich hier gerne, du Discord gerne meine Spiele und alles runter reduzieren, also von der Lautstärke her. Deswegen dauert es mal ein bisschen. Da wird mir auch die Musik, kommt ziemlich wieder hier ein bisschen Sound. Jetzt fahren wir mit dem Mercedes Actros von, Berlin nach Kiel. Und ich würde sagen, wenn wir sowieso schon mal auf dem Weg nach Kiel hoch sind, ich mag es ja gerne, mag es ja die Strecken, ne? Wir fahren jetzt ungefähr, wie lange fahren wir? 350 Kilometer, das ist in Ordnung. Die Ampel davon wird rot. Ich habe meinen Fuß nicht auf der Bremse, merke ich gerade. Ganz sanft Bremse treten. Bin das jetzt... Oh, Feststellbremse soll ich treten. Genau, ich mache jetzt gleich mal noch einen Screen hier. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Und, ja. Wie gesagt, bei der letzten Folge habe ich es euch ja schon erzählt, mit dem Halven. Ja, helft. Helfen ist immer gut. Ja. Ihr könnt beim Helfen nichts verkehrt machen. Das Einzige, was ihr verkehrt machen könnt, wenn ihr nicht helft. Das ist definitiv so. Ja. Das war aber knapp. Ach, ich war schon wieder im Bagger durch die Gegend. Na toll. Ich werde wirklich mal gucken, mit dem, was ich fahre. Ich sollte vielleicht auch etwas mal auf die Straße gucken. In den nächsten Folgen wieder mal ohne Dashcam. Ich lerne es nie. Ohne Facecam. Wenn ihr Facecam haben wollt, schreibt mir das doch bitte mal unten in die Kommentare. Ich muss auf die Mittelspur, weil die andere Spur ist leider nur für die Fahrzeuge, die gleich abbiegen wollen, die gleich runter wieder nach Bettin wollen. Ich bin ja schon bei 80. Angenommen hat er angenommen. Ja. Wenn ich wieder mit meinen Kumpels Dead by Daylight und TTT aufnehme, ist noch nicht bekannt. Ich habe die Jungs vorhin mal angeschrieben, aber es hat sich keiner gemeldet weiter. Deine Kumpel schreibt bloß, er weiß nicht, was er heute macht. Und ja. Sieh jetzt nicht vor mir raus, bitte, ja? Danke. Das, was ich hier gerade mache, ist eigentlich auch verboten. Die ganze Zeit auf der Mittelspur mit dem LKW rumheizen. Das überhole ich. Überholvorgang darf nur 45 Sekunden dauern. Und ich denke mal, das schaffen wir. Du hast schon seit 2 Minuten. Es sind noch 2 LKWs. Jetzt die Schlaumann, jetzt aber nach 1:30 fertig sein müssen. Guck mal, es kommt der Link. Seht ihr den, der auf der rechten Spur fährt? Also ich gucke, dass ich den noch rein ditsche. Junge, bremst da mal ab. Das musst du abbremsen, wenn ich nicht auf seine Spur gekommen bin. Wisst ihr? Selber schuld, Trottel. Wäh! Bin viel besoffen hier. Ja. Was können wir uns denn heute unterhalten? Ich war ja eigentlich stehen geblieben. Eigentlich war ich ja bei dem Thema stehen geblieben. Lagerarbeiter und LKW-Fahrer. Ich werde auch mal gucken, dass ich bei dem lieben Kai von der German Truck Driver
den YouTube-Kanal hat, dass ich mal mich mit ihm unterhalte über die Sachen Lagerarbeiter und Dings, dass wir vielleicht mal zusammen einen Livestream machen. Falls du das hier sehen solltest, lieber Kai, hiermit lade ich mich offiziell zu GDD ein. Nein, nur wenn du das möchtest, wäre natürlich cool. Du wohnst ja nicht weit von mir weg, von daher, gut, sagen wir mal ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Von mir bis zu ihm ist es wirklich nicht weit, also von daher könnte man sich das überlegen. Wieso fährt mein LKW jetzt eigentlich 86 und bremst nicht automatisch runter? Ja, merkwürdig. Der bremst überhaupt nicht mehr. Was ist mit dem los? Der hat früher sonst automatisch runtergebremst. Macht er gar nicht mehr. Aber so gut, dass ich auf der rechten Spur bin, ich muss mich eh runter. So. Nein, aber wie gesagt, ich kenne das von vielen. Ich habe früher in einer Spedition gearbeitet, bei der ich auch immer zufrieden war. Würde ich auch wieder gerne arbeiten. Da arbeitet deshalb mein Cousin. Der ist eigentlich auch ganz zufrieden. Ich sag mal, es ist gerade ein bisschen nervt, dass das mit deinem Schichtplan, was er mir erzählt hat. Aber na gut, das sind Kleinigkeiten, würde ich mal so sagen. Kann das sein, dass die neue Autos reingemacht haben? Das sieht mir nämlich so aus. Ich habe vor mir einen Golf Kombi. Kenne ich überhaupt nicht. Why not? Wo kommst du denn her? Alter, schreck mich nicht so. Ich habe 77 und kommt nicht hoch. Im Gegenteil, er geht vom Gas. Warum gehst du vom Gas? Voll auf dem Gas drauf. Passiert gerade gar nichts. Ach, geht bergauf, ne? Ich mag's gerade. 71 Bergruf. 72. Was? Nein, aber mal im Ernst, wie ich ja schon in der ersten oder in der letzten Folge sagte, nicht ersten Folge, aber in der letzten Folge sagte, benimmt euch ein bisschen, wenn ihr am Straßenverkehr selber teilnehmt und LKW-Fahrer seht. Und tut mir einen Gefallen. Ihr seht es ziemlich oft, dass, dass PKW-Fahrer meinen, rechts am LKW vorbeiziehen zu müssen. Ein kleiner Tipp. Die sehen euch nicht, wenn ihr rechts an dem vorbeifahrt. Wenn der LKW auf einmal fängt zu blinken, schmeißt rechts einen Blinker und zieht in dem Moment rüber, weil er sieht, ah, neben mir ist keiner. Und schiebt euch volle Hütte in die Leitplanke, dann braucht ihr euch da nicht zu wundern, weil der sieht euch nicht. Es gibt sowas, nennt man toten Winkel, den gibt es auch am LKW, und der ist am LKW verdammt groß. Ja, da verschwinden auch gerne ganze PKWs. So, und da solltet ihr bitte dran denken, wenn ihr einen LKW holen wollt, dann bitte nur links. Ja? Das ist echt nicht böse gemeint, aber wenn so ein LKW so ein PKW zusammenschiebt, das ist nicht schön. Hier ist auch noch ein Appell an alle LKW-Fahrer. Ich kenne es. Hab's auch schon öfters gesehen, selbst gesehen, was mich ein bisschen verärgert hat. Ihr setzt euren Ruf aufs Spiel, indem ihr Fahrmanöver macht, die absolut irrentabel sind und eigentlich irrsinnig sind. Ja, oder eben, dass ihr da am Telefon rumtippst. Auch für euch LKW-Fahrer gilt, Telefon am Steuer ist verboten. Genauso wie Zeitung lesen und sonstiges. Ihr habt eine gefährliche Waffe unter eurem Arsch. Ja? Und nur weil ihr denkt, ihr sitzt höher, heißt das noch lange nicht, dass ihr alles im Blick habt. Ja? Das heißt auch nicht, dass ihr hier die mega super coolen seid, die eben meinen müssen, sie müssen ja während der LKW-Fahrt Zeitung lesen oder am Handy rumspielen oder am Laptop sich einen Film angucken. Gut, obwohl es gibt auch welche, die lassen das Ding einfach neben sich herdudeln und was weiß ich nicht, am Spotify nebenbei auf dem Laptop an, ist ja auch okay. Können sie ja gerne, ja. Solange wie es nur in so einem Rahmen ist und nicht, dass sie hier, was weiß ich nicht, Filme gucken, die nicht jugendfrei sind. Was ist denn hier los? Boah, sag mal, seid ihr bekloppt? So, das ist zum Beispiel ein Manöver, was eigentlich irrsinnig ist, weil ich muss hier den Berg runter, dann habt ihr die ganze Literei noch überholt. Jetzt kommt der LKW nicht aus dem Knick. Das ist ein Mercedes. Oh doch, er kommt ein bisschen aus dem Knick. Ich fasse es nicht. Ja. 50% gesteigert, na toll, davon kochen wir jetzt gleich mit 20 km hoch. Komm schon, komm schon.
So sah ich den Gang raus, Mensch. Wo ist das jetzt mit 20 Uhr? Ja, deswegen habe ich runtergeschaltet. 24 km Hahnberg hinauf. Juhu. Naja. So, jetzt ganz vorsichtig die Taste angetippt, ob ich jetzt Licht anmache. Ja, dann rollen wir mal hier mit 60 entlang. Und sind ja auch bald wieder da. Nein, aber wir müssen ein bisschen Verständnis haben für die LKW-Fahrer. Ne? Das ist definitiv klar, gibt es LKW-Fahrer, weil schwarze Schafe sind. Es gibt es aber in jeder Branche. Es gibt auch bei mir in der Logistikbranche sehr, sehr viele schwarze Schafe. Vor allem in der Logistik. Sehr viele Arschkriecher, die halt meinen, sie müssen den Chef oder der Chefin tief in den Arsch krauchen. Das eben zeigen, ja, wir sind die Besten, wir sind die Coolsten. Ja, oder bauen Scheiße und schieben es auf andere Kollegen. Ja, dann hast du dann andere Kollegen, die sind nett und höflich und helfen dann und sind dann aber dann die Buhmänner. Weil dann auf den ausgelastet, hier, der hat die Scheiße gebaut, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ja, nee, ist klar. Ja. Ja. Ich habe auch gesagt, egal was kommt, das war wohl mutig. Na gut, der hat keinen Trailer hinten dran, da geht das immer noch. Ich habe auch gesagt, ich halte eigentlich immer zu meinen Arbeitskollegen, immer, ja, egal was kommt, egal was passiert, und das ist immer noch so. Und ich habe auch so die Einstellung, also wir sind Kollegen und man soll seine Kollegen nicht verpfeifen und eine Kurve überholen, die nicht einsehen kannst. Sehr, sehr gut. Obwohl, die kannst du einsehen. Lass ich nochmal durchgehen. Aber wenn jetzt hier einer überholt, da ist eine Kurve, von denen kannst du reingucken. Ich hab's gerade gesehen im Spiegel, wie der überholen wollte. Im unteren. Muss auch ein bisschen auf den Spiegel achten. Man sieht man gerne, wie die dann schon mal ein bisschen rausziehen. Gucken, ich kann überholen, ich kann nicht überholen. Ja, das ist sehr, sehr witzig. Aber okay. Da ist er. So, wann überholt der Nächste? Hinter mir ist ja noch einer. Den habe ich gerade eben noch gesehen. Oder? Nicht? Doch, da ist er. Ich wusste doch, ein gelber war noch hinter mir. Ach, er darf ja nicht überholen. Stimmt, er ist durchgezogene Linie. Nur Schuld. Bin ich auch Quatsch, ne? Hier ist richtig gerade Strecke, wo man überholen könnte. Da haben sie durchgezogene Linie gemacht. Total Quatsch. So gemacht, dass die PKWs überholen können. Oh, na gut, hier ist wieder Tempolimit aufgehoben und Gegenverkehr. Warte mal, ist wieder passiert, dass so ein kleiner Bug die KI ineinander rascheln lässt. Das habe ich schon mal gehabt. Genau vor mir. Der eine PKW überholt den anderen und knallt im Gegenverkehr. Das hatte ich schon gesehen. Das ist der Gelbe, sag ich doch. Kapiert's die KI? KI kapiert's nicht, ne? Achso, wenn übrigens ein LKW-Fahrer... Ah, doch, hat's kapiert. Wenn der LKW-Fahrer übrigens neben euch... übrigens ist das jetzt sehr gefährlich, weil, ja, du könntest ja gerne, aber ich bremse... Ja, siehste. Siehste. Jetzt musst du nämlich bremsen, siehste? Also, da bleibt ihm jetzt auch stehen. Warum? Ich hab das im Spiegel gesehen und sowas passiert tagtäglich auch im realen Leben. Da muss der Gegenverkehr hart abbremsen bis zum Stillstand, dass der andere noch rausziehen kann, reinziehen kann, vor allem, du versuchst es schon wieder zu überholen. Das ist eine Kurve, du kannst sie gar nicht einsehen. Bremse nicht, wenn ich dich von der Straße schiebe. Oh. Jetzt will ich doch mal wieder aufs Gas drücken, weil der Tempomat rausgesprungen ist, weil ich also die Fußbremse betätigt, die Feststoffbremse betätigt habe. Beschleunigen wir halt wieder mal hoch, nicht? Zack. So, 61. So, ist eingestellt. Na gut, reicht. Und vergesst bitte nicht, weil ich das gerade sehe, mit 60 und Dings. Ja, LKWs dürfen auf Landstraße nur 60 und auf Autobahn nur 80 fahren. Das heißt, wenn der LKW auf der Landstraße 70 fährt, dann riskiert er schon seinen Führerschein. Fährt er auf der Autobahn schneller als wie 80, riskiert er seinen Führerschein. Also bitte habt ein bisschen Verständnis für solche LKW-Fahrer, die versuchen schon das Beste, sie versuchen euch auch Zeichen zu geben, Mensch, ihr könnt jetzt hier überholen, ich kenne das selber,
schon zwei, dreimal erlebt, dass ein LKW dann rechts geblinkt hat, sind da, du kannst du jetzt überholen. Hab dann noch überholt und hab ich dann den per One-Blinker eben dann mal bedankt. Ja? Das ist ein sogenanntes Miteinander, ja? Kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und das müsste ich auch mal lernen. Ja? Auch mal ein PKW bzw. ein LKW mal reinlassen. Dann fahrt ihr halt hinterher, meine Güte. Ja? Mal entschleunigen. Das Zauberwort. Weil, ich hab's mitgekriegt, dass eben viele LKWs, dass eben viele PKW dann, ich muss es vor dem LKW noch schaffen, ziehen dann raus vom LKW und der LKW muss stark in die Eisen gehen, dass er den PKW nicht zur Seite schiebt. Ein kleiner Tipp, der LKW heißt nicht umsonst Elefant, wird nicht umsonst Elefant genannt. Ja, und sonst gibt's nicht auf der Autobahn nur diese Elefanten rein. Weil ganz ehrlich, wenn so ein LKW so ein PKW wegschiebt, das sieht schon ganz schön heftig aus. Da wird das seht, ein Kombi, ein kleiner Smart. Ja, da könnt ihr, was weiß ich, einen 5er BMW nehmen, wenn da ein LKW drauf schiebt, dann ist es ein kleiner Smart hinterher. Ja. Also dürft ihr alles nicht vergessen. Ja. Damit Vollspeeder auf so einem PKW aufknallt, sieht dann schon nicht mehr schön aus. Wirklich neue Autos reingemacht. Da war ein S-Max, ein neuerer, den kannte ich gar nicht. Die haben mir wirklich neue Autos reingemacht. Ist ja cool. Und, ja. So, da ja die Folge auch gleich wieder fast vorbei ist, in ein paar Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Das habe ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Das hilft mir natürlich, besseren Content zu liefern, beziehungsweise, weiß ich, was euch gefällt. Und, möchte natürlich euch auch weiterhin, so gut wie es geht, guten Content liefern. Geht aber nur, wenn ihr da mitmacht und, den Däumchen drückt, das Däumchen nach oben oder nach unten, je nachdem. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn davon haltet, von der Sache mit den LKW-Fahrern, zwecks am Steuer, Zeitung lesen und ja, ob ihr es gut findet, dass die nebenbei, währenddem sie halt fahren, nebenbei den Laptop laufen haben, egal ob sie Spotify drauf laufen haben oder einen Film, ob ihr es okay findet oder ob ihr sagt, nee, das ist absolutes No-Go. Wenn es Filme sind, wenn Spotify ist, okay, dann läuft halt Musik nebenbei, das manchmal läuft auch bloß Blödsinn im Radio, ist ja manchmal so. Oder sagt ihr einfach, ja, absolut, hat absolut im Führerhaus nichts zu tun. Halt so, ne? Gibt's ja auch, ne? Jeder hat seine eigene Meinung. Oh, ein Mietrescher. Noch ein Mietrescher. Ja, wie gesagt, schreibt mir einfach mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare und ich würde mich freuen. Und ja. Wir sehen uns dann, wir sagen, in der nächsten Ausgabe wieder. Ich bin noch gar nicht am Ziel, aber fast. Ja, das merkt man dann auch immer schon. Meine Stimme wird dann immer schon ruhig. Ich habe, glaube ich, auch in irgendeiner Folge vergessen, muss mal ganz kurz die Bremse antipsen. Ich habe auch in irgendeiner Folge vergessen gehabt, am Ende des Videos die Playlist einzuhaken, aber das macht nichts, habe ich jetzt alles gemacht. Könnt gerne am Ende des Videos, beziehungsweise kurz vorm Ende, tauchen nochmal der Abo-Button auf, sowie die Playlist, die aktuelle Playlist vom Eurotruck-Simulator. Dort könnt ihr von Folge 1 alles ansehen. Damals, glaube ich, noch mit dem alten Ruckelrechner. Ich sage jetzt extra Ruckelrechner, das ist ja nicht mehr so. Das war damals noch der Intel Core 2 Duo-Prozessor, der damals lief. Hier läuft jetzt der wunderbare i7-Rechner, mit dem ich jetzt ja immer so schön aufnehme. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch weiterhin mit meinem PC, den ich jetzt habe, aufnehmen werde. Ich werde auch mir im kommenden Jahr oder jetzt gegen Ende des Jahres einen Rechner zusammenbauen. Wenn ihr möchtet, nehme ich das Ganze dann auf, dann zeige ich euch mal, wie man einen Rechner zusammenbaut, aber nur, wenn ihr das möchtet. Jetzt bremst du ja doch ab, was ist mit dir los? Ach, es ist schnell, dass ich zu schnell bin, ne? Ah, ich sehe schon. Da muss ich gleich hin. Okay. Gerade eben noch so im Gedanken gehabt, ja, du musst die Taste drücken. Was macht er? Richtig, tippt die andere. Ah, top. Also in 4 gedrückt statt Kreis. Hm. Was eigentlich ein PlayStation-Lenker ist, was ich hier habe, aber es geht auch an beiden. Hätte ich es gewusst. Das ist wie im Straßenverkehr. Ich weiß es auch immer, wenn die Ampel auf grün springt. Hm. Jahrelange Autofahrererfahrung. Boost. Ja, so. Viele Jahre fahre ich ja noch nicht.
2013, aber doch 4 Jahre sind schon. 4 Jahre und noch kein Punkt. Worauf ich stolz bin. Gibt leider viele, viele PKW-Fahrer, die das leider nicht zu sehen. Huch, piep. Ist das nehmen wir? Da packe ich einfach bloß so ein. Das nehmen wir jetzt einfach. Da mal 15 EP mehr. Huch. Ach Gottchen. Gemein. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ich vergaß, bis alles drum linken. Ja, ja, komm. Wenn wir es machen, machen wir es richtig. Na komm, man kommt. Kommt. So, und. Enter. Achso, T muss ich drücken. Und dabei was. So, absatteln. Genau. Wir haben es geschafft. So, und ihr seht, wir haben fast Level 9. Wie gesagt, ich verabschiede mich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen und wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir haben jetzt, glaube ich, ja 116.000 schon zusammen. Ab 200.000 wird ein Delka weggekauft und dann können wir rum. Oh ja, ja, ja. Ja, für Scholle. Ja. Können wir ein bisschen rumgrusen. Wie gesagt, dann können wir auch LKW-Tuning machen, etc. pp. Und natürlich auch Leute anstellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ach so, und übrigens, jetzt könnt ihr noch auf die eingeblendeten Button klicken. Dort, ja, einmal zu eurer Linken, glaube ich, den die Playlist vom Eurotruck Simulator 2 und rechts der Abonnier-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Und falls ihr es schon getan habt und das Video jetzt erst seht, gebe ich euch den kleinen Tipp. Geht mal auf den Kanal von mir und macht mal auf der Glocke mal ein kleines Häkchen rein oder klickt die Glocke mal an. Dann bekommt ihr auch sofort eine Nachricht, wenn ein neues Video online ist. Oder behaltet einfach die Playlist bzw. Twitter im Auge, Twitter oder Facebook. Dort wird es auf alle Fälle bekannt gegeben, sobald ein Video online kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.